So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und wir haben wieder eine kleine Challenge für euch vorbereitet, beziehungsweise wer gestern eingeschaltet hat, der weiß ja schon, was das für eine Challenge ist. Alles Gute! Nein, wer gestern eingeschaltet hat, der weiß schon, was das für eine Challenge ist. Das ist die Gurken-Challenge gegen Kanalphänomenal. Kanalphänomenal hat eine Gurke genommen, hat die dann gegessen in 2 Minuten, 8 Sekunden irgendwas. Ich habe das gestern auch gemacht. Er hat die geschnitten, er hat die geschält, er hat da Salz drauf. Ich habe gedacht, ich bin King Ramses, ne? The Challenge Boss. Ja, es gibt nur einen Challenge Boss, ich weiß, egal. Ich habe den versucht, einfach mit Schale so zu essen, Stück für Stück für Stück. Habe die doppelte Zeit gebraucht. Naturin hat sogar in den Kommentaren mal vermerkt: erstens, er tritt die Challenge an. Er will auch eine Gurke mit Schale essen und gucken, wie lange er braucht. Und zweitens hat er mir die Zeit angegeben, dass das ungefähr 4 Minuten 20 waren oder so. Kann natürlich alles sein. Heute habe ich mich besser vorbereitet. Ich habe heute hier ein Brettchen, wo ich gestern Abend noch Pizza drauf gegessen habe. Ich habe eine Gurke, ich habe einen Schäler. Ich habe noch nie damit sowas gearbeitet. Wenn ich versuche, Kartoffeln zu schälen, dann bleibt von der Kartoffel meistens nur noch die Schale übrig. Dann habe ich Salz. Ich habe irgendwie keinen Salzstreuer gefunden. Jetzt musste ich mir so ein ganzes Paket Salz holen, das ich dann auf die Gurken mache. Ich habe ein Messer da, ne? Das wollen wir jetzt alles vorbereiten. Wir beginnen aber zuerst mit. Kann ich da wieder die Bipfel wegschneiden? Ich glaube ja. Ich ziehe mal hier. Wir machen das wieder in der Luft. Wir machen mal zack. Und es fällt wieder runter. Und der Adi rennt gleich wieder hinterher. Wir machen hier mal zack. Wir machen mal das komische Gebambel weg. Und wollen das jetzt mal fix. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wollen das mal fix hier schälen. Boah, das sieht aber fein aus. Das ist aber schön. Hätte ich das gewusst, ich hätte mein Leben lang Gurken geschält, wenn ich gemerkt hätte, dass das so. Ernsthaft, ich habe noch nie eine Gurke geschält. Ich habe noch nie Gurkensalat gemacht. Wenn, dann habe ich an den Gurkensalat die Gurken immer so dran, wie sie waren. Ich musste bisher noch keine schälen, habe den Sinn nicht verstanden. Ich denke, unter der Schale sind immer die ganzen Vitamine. Jetzt machen wir das mal extra fürs Video, dass wir gleiche Voraussetzungen ungefähr haben. Denn die Schale ist natürlich sehr trocken. Der Rest von der Gurke ist sehr feucht. Die kann man dann also theoretisch trinken. Ich habe immer weniger Fläche, wo ich die überhaupt anfassen kann. Adi! So, ein Streit. Na gut, es werden noch zwei. Hier ist nämlich noch ein bisschen was übrig. Jetzt haben wir die Gurke theoretisch geschält. Das sieht gut aus. Da sind noch ein paar dunklere Stellen. So genau wollen wir jetzt aber nicht sein. Die ist jetzt auf jeden Fall geschält. So sieht das jetzt aus. Da ist der Adi, da ist die Gurke. Und was passiert, wenn wir jetzt von der Gurke hier was nehmen und dem Adi so hin und her schwätzeln oder einfach mal auf den Kopf setzen? Hui, ich hab Haare. Ja, okay, alles klar, Adi. Das hat auf jeden Fall nicht so funktioniert, wie ich mir das dachte. Da war noch die Grußkarte von der Jewel. Grüße gehen raus. Habe ich gehabt schon vor ein paar Tagen, habe ich noch gar nicht erwähnt. Wollte ich dann irgendwann mal noch machen, wenn ich Zeit habe. Okay, das Gurkengefranzel lasse ich jetzt mal hier oben. Er hat angefangen mit dem Bing. In dem Moment hat er dann erst die Gurke einmal abgeschnitten und hat dann einmal abgebissen. Und hat dann das, während die Zeit läuft, in Scheiben geschnitten. Gut. Das ist ja voll kompliziert. Das versuchen wir jetzt aber auch so zu machen. Ein Messer können wir, glaube ich, schon mal nehmen. Und dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los. Und dann vergessen zu kauen.
So, die Gurke ist weg. Das heißt, unglaublich, oder? Was man da alles rausholen kann. Ich glaube, ich bin gut in der Zeit. Ich glaube, bei 4 Minuten oder so hat das irgendwann angefangen. Jetzt sind wir bei 6 Minuten. Das heißt, ich dürfte circa um die 2 Minuten gebraucht haben. Vielleicht 2 Minuten 10, 2 Minuten 20, 2 Minuten irgendwas so. Also muss man sich mal überlegen. Gestern waren es 4 Minuten 20 mit Schale. Die Schale hat das Doppelte der Zeit geraubt, gekostet, wie auch immer. Ich habe irgendwie... Ich glaube, das wäre sogar noch schneller gegangen. Ich war nur ein bisschen irritiert. Ich habe da abgebissen, dann habe ich da versucht zu schneiden. Dann habe ich da versucht, Salz drauf zu streuen. In dem Moment habe ich gar nicht mehr gekaut. Ich habe irgendwie vergessen zu kauen. Normalerweise kaut man, schneidet währenddessen, aber könnt ihr gleichzeitig schneiden und kauen? Ich kann es irgendwie nicht, habe ich gemerkt. Ich musste schnell schneiden, dann musste ich kauen und dann habe ich versucht, das Salz drauf zu machen. Alles ist daneben, alles ist hier voll. Da Salz drauf, dann war so viel Salz drauf. Ich schmecke gar nichts mehr, alles komisch. Und weil wir ja nichts wegschmeißen wollen, normalerweise schmeißen die Leute das ja weg. Adi! Der isst einfach die Gurken. Der Adi isst die Gurkenschalen. Der Adi isst die Gurkenschalen. Ich glaube, der Adi freut sich, wenn er ein bisschen... Ja, lauf ruhig rückwärts, komm, die nehmen wir dir wieder weg. Ich guck, ich bin der Adi. So, also normalerweise würde ich sagen, schmeißen die Leute das ja immer weg. Aber wenn wir das gestern gegessen haben, dann kann man das bestimmt auch essen. Können wir mal ein ganzes Schälchen vorbereiten. Mit Grünzeug, können das nachträglich essen. Adi, das ist nichts für dich. So auf Snacks, auf einer Party zusammen, bisschen mit Salz oder irgendwas. Würde sagen, danke für die Challenge, Kanal phänomenal. Haben wir angenommen, haben heute eine deutlich bessere Figur gemacht. Man sieht mal, was es ausmacht, wenn man einfach nur eine Challenge irgendwie machen will. Oder wenn man direkt die Vorgaben nimmt und die Vorgaben erfüllt und das nachmacht, direkt so wie es ist. Das ist regelt, sind nicht da, um gebrochen zu werden. Regeln sind da, um eingehalten zu werden. Deswegen, wenn einer sagt, einen Sixpack auf Ex trinken und ihr sagt, ach, nehme ich einen Kasten und wundert euch dann, wieso ihr eine schlechtere Zeit habt als der andere, ist ja ganz normal. Jetzt ging auch die Tür auf. Ich glaube, das Muttertier ist gerade reingekommen. Das heißt, wir werden mal gucken, was da wieder los ist. Werden hier jetzt ein bisschen aufräumen. Hier sieht es nämlich aus. Gerade die Gurken sind schuld. Werde das heute noch hochhauen nach der Raid Mania. Adi ist zurück. Dem schmecken die Gurken auch. Gurken sind gesund. Esst mehr Gurken. Was ist denn, Mann? Du kannst wieder nicht erzählen. Ich meine, es ist besser als Chips. Er hat vorhin schon wieder Chipstüten aufgerissen. Jetzt muss ich die Chipstüten wieder wegschmeißen. Aber jetzt, wenn er anfängt hier und Gurke isst, ja, wie so ein... Ja, okay. Was heißt Gurke essen? Er wirft die Gurke einfach hin in den Gefrierschrank. So muss man es machen. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.